Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Vlog. Und heute mal so ein bisschen hier auf dem See treibend, ist ja Sommer. Guck mal da, da mal ein paar Action. Ja, wunderschön. Ah, ich habe meine Mallorca-Luftmatratze mitgenommen. Einfach mal an den See. Von letztem Jahr die Mallorca-Matratze. Mallorca liegt ja noch vor mir. Das heißt, ich denke mal, wenn ihr dieses Video hier seht, ich muss ja nächsten Montag, oder für euch ist es jetzt schon der vergangene Montag, das Webvideopreis-Video online stellen. Oh, die kommen auch verdammt nach. Die ist aber neugierig hier. Nee, hat sie keinen Bock. Ja, und was will ich sagen? Ja, ich habe jetzt Urlaub endlich. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, habe ich den schon seit 2 Wochen. Ja, und ich genieße jetzt einfach. Ich habe endlich meine schriftliche Meisterprüfung hinter mir. Was dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Das erfahre ich erst Ende August, wenn ich auch das Fachgespräch habe. Gott, ich treibe wieder aufs Sand zu. Ja. Ja, das weiß ich dann erst Ende August, ob ich bestanden habe oder nicht, aber es ist schon mal eine Riesenlast, die jetzt von mir abgefallen ist. Hat vielleicht der ein oder andere gemerkt, dass ich so ein bisschen unter Druck stand. Gut, auf dem YouTuber Day und auf dem Webvideopreis hat man es vielleicht nicht so gemerkt. Aber das ist ja, ich bin ja sowieso eigentlich relativ gechillt, was sowas angeht. Aber hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, hier immer wieder lernen, lernen, lernen. Wenn ihr schon so lange aus der Schule raus seid, aus der normalen Schule, dann fällt das dann doch ein bisschen schwerer. Ich bin ja schon eine ganze Weile aus der normalen Schule raus. Ich ruder mal mit der anderen Hand. Ja. Und jetzt heißt es für mich, jetzt wo ich das hier aufnehme, in ein paar Tagen geht es nach Malle. Da werde ich natürlich auch einen Vlog aufnehmen, den werdet ihr dann auch irgendwann zu sehen kriegen. Und ja, jetzt chill ich erstmal ein bisschen. Ich treibe schon wieder aufs Land zu. Was ist denn hier los? Ihr seid jetzt mal live dabei, wie ich rufe. Ja, und da muss man sagen, ey, das ist echt eine geile Sache. Ich habe ja den See direkt bei mir vor der Tür. Na, ihr seht im Hintergrund, wie schön das hier aussieht. Ich kann mal ein bisschen hier rummachen. Da sind Schwäne. Wieder die Enten. Richtig geil. Ich muss bei mir aus der Haustür rausgehen und laufe genau 5 Minuten, dann bin ich hier. 5 Minuten von der Haustür bis hier zu Fuß. Das ist schon ein bisschen Luxus, muss man sagen. Und ist wunderschön. Und ja, wollte euch nur sagen, dass es mir gut geht, dass ich gut lebe. Sabrina sitzt da irgendwo am Ufer und sonnt sich. Ich habe mich mal todesmutig ins Wasser geschmissen. Und ja, ich will gar nicht viel sagen, was demnächst so kommt. Habt ihr ja vielleicht schon gemerkt, dass ich so ein bisschen mehr auf, also von den Let's Plays so weggehe und ein bisschen mehr so auf Vlogs und so. Und scheint ja auch gut anzukommen, ne? Lese ich ja immer wieder. Boah, mach mehr Vlogs, finde ich gut von deinem Leben und so. Bin ich auf dem richtigen Weg. Und ihr merkt vielleicht auch, dass ich halt jetzt sehr, sehr gechillt drauf bin. Aber geht ja auch gar nicht anders. Bei so einem wunderschönen Wetter. Das ist so geil. Mein erster Urlaubstag. Damit hat die Hitzewelle angefangen. Wenn ihr das Video guckt, guckt nochmal nach, wie das Wetter war. So ab dem, was haben wir denn heute? Den 29.06. Ja. Ja, stellt euch mal, guckt nochmal nach, wie das Wetter da war. Es war bombastisch. Jetzt sind 2 Wochen nur geiles Wetter. Davon kriege ich eine Woche hier in meinem Urlaub mit. Und dann geht es nach Mallorca. Da ist das Wetter natürlich auch wunderschön. Oh. Also mir geht's wieder richtig gut. Richtig gut. Ach, vielleicht haue ich das Video auch früher raus. Was soll der Dries, ne? Was soll der Dries? Kann ja jetzt jede Menge mit der Kamera hier aufnehmen. Ja, und unter Wasser ist die ja auch ganz toll. Wollen wir nochmal sehen? Unter Wasser, top. Nehme ich überhaupt noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Ja, das wollte ich nur mal so sagen. Lebenszeichen von mir. Gruß an Delil und Kevin. Auch wenn ihr schon lange nichts mehr kommentiert habt, wenn ihr noch meine Videos guckt, dann kommentiert doch mal bitte wieder. Mal ein bisschen hier das Wasser von der Linse abschütteln.
und ja, an Puking Camera Videos, Pictures, weiß schon, ich meine dich, genau. Haben uns nett unterhalten beim XXL Tuber Day. Naja, jetzt treibe ich noch hier so ein bisschen vor mich hin. Ich treib's bunt. Und ja, man sieht sich. Ciao, euer Dennis. Wenn ihr ganz genau hinseht, könnt ihr auch die Sabrina sehen. Da, durch das Loch durch. Ach ja. Ja, sie liegt halt lieber in der Sonne rum. Und ich bin ja mehr so der Action-Typ. Ist ja klar, ich habe ja auch eine Action-Cam hier in der Hand. Da muss ja ein bisschen Action sein. Ich würde mich ja jetzt auch gerne ins Wasser reinrollen, aber das Wasser ist doch noch ein bisschen frisch. Ich glaube, ich krieg da einen Herzinfarkt. Ich bin ja ein alter Mann. Vielleicht schwimme ich gleich mal zu den Schwänen darüber. Mal gucken, ob ich die Schwäne gefilmt bekomme. Ich näher mich ganz langsam den Schwänen. Ich habe mir sogar Tarnung angehangen. Ich glaube, der Schwan will nicht, dass ich näher komme. Schwimmt er einfach weg. Ja, und jetzt bin ich so weit vom Ufer weg. Da muss ich hin. Da zu dem Spielplatz muss ich wieder hin. Ich bin doch kein Ausdauersportler. Oh, jetzt hat mir irgendein Fisch am Fuß gezwickt. Hoffentlich ist das nicht hier der 3-Meter-Wels. Angeblich gibt es hier im See einen Wels, der ist 3 Meter. Stell dir mal vor, so ein Vieh kommt hoch. Macht und weg seid ihr. So sieht's aus. Naja, ich werde mal gucken, ob ich zurückkomme irgendwie. Ja, ich weiß, die farbenfrohe und schöne Unterwasserwelt des Sees. Echt total sexy und so. So, und jetzt heißt es wieder in der Sonne liegen. Ihr nehmt mir mein Sonnenlicht. Und ein bisschen trocknen. Sabrina ist jetzt ins Wasser gegangen, weil man kann ja nicht mehr zu zweit ins Wasser gehen. Man muss ja immer auf die Wertsachen aufpassen. Die Welt ist ja böse und schlecht geworden. Ja. Aber so kann sich's leben lassen. Ich weiß, spannend. Spannung. Jetzt ist es keine Action-Cam, jetzt ist es eine Einschlaf-Cam. Da bist du hinten drin. Ja? Ja. Und dann? War der Auftrieb stärker als. Ja, sag ich doch. Überleg mal, wird sich jetzt noch mal richtig aufheizen. Ja, der ist jetzt auch schon ein bisschen heißer geworden, weil ich drin war. Sabrina ist immer mein stärkster Kritiker. Die haut immer die Kritiken raus, damit ich nicht abhebe und natürlich bleibe.